Die US Travel Association hat mit ihrer Promotion heute begonnen. Condor hat neue News, kauft Flugzeuge, hat aber auch die 330er Neo wieder im Gepäck. Dann gibt es Neuigkeiten bei Airbus gegen Qatar, oder ist es Qatar gegen Airbus? Man weiß es nicht so genau, aber Airbus hat da wohl jetzt quasi eine Runde verloren. Und wir haben natürlich wie immer Dealzone, einen Dealzone-Deal aus Jakarta Richtung Istanbul oder Athen. Bleibt dran, dann würdet ihr es wissen. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch unten zu kommentieren. Wenn ihr kommentiert, können wir natürlich in den Dialog treten oder schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, wenn ihr das nicht so öffentlich wollt. Alles kein Problem. Das heutige erste Thema ist Condor. Condor und eine First Class, soll man sagen First Class Mini oder ist das ein Studio Apartment im Flugzeug? Auf jeden Fall hat die Condor eine Überraschung in der neuen First Class, hätte ich fast gesagt, in der Business Class, wo die erste Reihe etwas mehr Premium ist. Das heißt also, die größte Flottenerneuerung, die bei der Condor ja jetzt angestanden hat und jetzt ausgeführt wird mit den A330 Neo 900, sind 16 Stück da. Und Gott sei Dank kommen die 757er Möhren und die anderen wirklich weg. Also ich bin ja schon vor 10 Jahren mit denen geflogen und habe festgestellt, dass das etwas schwierig ist in dem Flugzeug, weil es halt wirklich nicht up-to-date ist von der Kabine. Aber die neue Kabine, muss man sagen, tip-top. Wenn man die Bilder sieht, ich habe ja in einer Folge darauf hingewiesen, ich werde hier oben einfach mal die Folge verlinken, da seht ihr auch Bilder von der Kabine. Ich finde es super, vor allem von der Farbgestaltung her, vom Komfort, vom Ambiente. Da kann sich der Kranich so ein kleines bisschen was abschneiden. Und jetzt geht der Trend natürlich weiter bei der Condor, wie es bei den anderen Fliegern üblich ist. Das heißt also zum Beispiel bei JetBlue zum Beispiel oder bei Fly Dubai, dass die erste Reihe in den Narrowbodies mehr Platz hat. Ja, und so ist das auch bei der Condor. Und Condor hält sich da so ein bisschen bedeckt, denn die Informationen zu den neuen 330-900ern Neos sind so ein bisschen spärlich. Und wenn man sie versucht zu finden, auf der Webseite auch versteckt. In der Business Class fällt es halt auf, dass man 30 Sitze hat und 4 davon sind irgendwie anders gestaltet, ganz genau. Das heißt also, die Sitze haben vorne wesentlich mehr Fußraum, anstatt dieses Fußfachs, was man da hat. Ihr kennt das ja, wo man Schuhe reintun soll. Die passen nie bei Schuhgröße 47 und ein bisschen. Aber auch so ist es jetzt in dem Fall, dass es an dem vorderen Sitzen halt ist, dass es sogar einen Ottomanen gibt. Wer nicht weiß, was ein Ottomane ist, nichts anderes als ein, ja, so eine Fußstütze halt, die ihr aus der Lufthansa First Class zum Beispiel kennt. Und da ist es halt einfach so, dass dieser Buddy-Sitz genutzt werden kann im Flug First Class miteinander zu dinen. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht so, wie man das sagt, bei einem romantischen Dinner, Kerzen an und los. Ist ja im Flugzeug Gott sei Dank verboten, aber man könnte zu zweit essen. Einige Leute sagen, das wäre alleine schon das Essen in einer Quote von 25% verbessern, wenn man zu zweit das essen kann. Ich persönlich esse gerne auch alleine, aber nun so ist das. Der Schlafkomfort in der ersten Reihe wird natürlich auch besser sein, weil es halt wesentlich mehr Platz gibt als auf den anderen Sitzen. Was soll man noch dazu sagen? Gar nichts. Einfach, weil man sich das einfach angucken muss, wie es wirklich aussieht. Da Condor ja wirklich auch nichts sagt. Auch bin ich gespannt, wie die Mittelsitze aussehen werden, inwieweit man da dann auch einen Premium-Anspruch bekommt. Also Lufthansa gucken, aufpassen, da zeigt anscheinend jemand, wie man Business Class macht. Condor hat auch noch von sich reden gemacht in Farnborough. Farnborough ist ja die Messe, die gerade stattfindet, die Luftfahrtmesse. Und da will man 40 neue A320 Neo bestellen. Krass, oder? Und wenn man das sich anguckt, dann ist das einfach so, dass die Condor sich einreiht in die Großaufträge von Delta, von der LOT, von Malaysian. Bloomberg hat das halt berichtet und sagt, dass die Messe, die ja heute beginnt am Montag, da richtig durchknallt. Aber ich fand das toll, dass Condor jetzt wieder neue Flugzeuge bekommt. Damit heißt es also, die starten richtig durch. Wer ist denn der Wettbewerber in der Lufthansa-Gruppe von Condor? Eurowings. Warm anziehen. Wenn ihr mit dem alten Sitz von der Lufthansa weitermachen wollt, schwierig. Ich glaube, dass die Leute bei Condor euch überholen.
Delta kauft 737 MAX 10 Stück davon, 737 MAX 10er davon, wobei man natürlich nicht weiß, ob dieser Auftrag, der über 17,5 Milliarden Euro, Dollar ist ja mittlerweile auch dasselbe, da überhaupt kommt. Ich meine, die Rabatte, die sie bekommen haben für das Flugzeug, sprechen für sich. Aber wir wissen ja alle, 31.12., da fällt der Hammer oder die Guillotine oder was auch immer. Auf jeden Fall, das Programm ist ja aufgrund der Regulierung bei den Boeing-Leuten auf dem Prüfstand. Man möchte da halt nicht mehr machen. Was gibt's noch? Einige bei Bloomberg sagen auch noch, dass Lufthansa da vielleicht auch nochmal zuschlägt oder aber auch andere Fluggesellschaften. XLR soll nochmal was kriegen. Und dann gibt es noch ein heißes Gerücht, die 7350F, von denen ich berichtet hatte, die ja keiner weiß, wer die bekommen soll. Etihad soll der Kunde sein aus dem Mittleren Osten, angeblich, aber auch nur angeblich. US Travel Association mit den Daily Getaways fängt heute an. Wer heute anfangen möchte, was zu kaufen, sollte halt einfach nochmal gucken. Heute ist es IHG mit den 100.000 Punkten. Ich hatte was in der letzten Folge dazu gesagt. Accor ist auch dann mit einem Getaway dran. Morgen, dann geht's weiter mit Hilton, Wintim, IHG, Accor wieder, Hilton. Macht da wirklich mit und dann Hyatt und so weiter. Also insofern, schaut euch die ganzen Angebote an. Vielleicht ist für euch etwas dabei. Aber denkt dran, dass ihr eine amerikanische Anschrift braucht. Wenn ihr eine amerikanische Firma haben will, könnt ihr euch bei mir melden. Mache ich auch gerne. Was jemand nicht gerne macht, ist Airbus. Airbus möchte nicht gerne irgendwelche Dokumente rübergeben an das Gericht im Streit mit Katar in Bezug auf die 350. Wer zugehört hat in Doha bei der AGM, das ist da, wo sich die Fluggesellschafts-CEOs treffen, so ist es richtig, die haben einem Gespräch zuhören dürfen und lauschen können, wo Akbar Al-Barker, der Chef und Gastgeber der Veranstaltung in Katar, sich so sinngemäß geäußert hat, hey, London ist schon cool, das Gericht Markus und so weiter. Wusste er etwas, was wir nicht wissen? Was jetzt passiert ist, ist Folgendes. Übrigens, das Zitat ist ganz genau, ich mag die Unabhängigkeit der britischen Gerichte und ich mag das britische Gesetz, so hat er es gesagt. Und so ist es, dass die Freunde, die Lackschäden an dem 350er haben, mit Airbus irgendwelche Dokumente haben wollten. Und Airbus hat gesagt, nö, es gibt da so ein Gesetz von 1968, Charles de Gaulle, ihr kennt ja den Flughafen, das ist der Namensgeber, Präsident gewesen, hat einfach gesagt, nö, wir möchten uns gegen diese repressiven Forderungen von ausländischen Gerichten schützen. Vor allem gegen solche aus den Vereinigten Staaten. Man kennt ja die alten Zeiten, man hatte Angst, dass da irgendwas transferiert wird an Wissen. Und weiter ging es dann, dass man einen Sonderbeauftragten haben möchte. Der Richter hat gesagt, nee, I'm not impressed. Hat gesagt, nee, gib mal die Dokumente her, das machen wir jetzt so. Und das kann halt für einen unwilligen Airbus-Konzern, der ja immer noch das Ganze als Dekorschaden ansieht. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass es Dekorschaden ist, wenn man sich die Bilder ja auch anguckt. Zum Beispiel bei Quest Means Business, beziehungsweise bei seinem Business-Traveler-Format. Es sieht krass aus, aber wir müssen halt immer im Kopf haben, die Flieger, diese 21 oder 23 Stück, die sind ja wirklich schon mehrere Jahre nicht geflogen. Und wenn die in der Sonne stehen, das wird nicht besser. Warum haben denn Fluggesellschaften wie Lufthansa, Finnair oder auch andere, die den 350 in der Flotte haben, damit kein Problem und lassen sich die Bude lackieren? Also insofern denke ich mal, dass die Kataris da die Sonderbemalung, ich nenne es jetzt einfach mal Sonderbemalung, ändern lassen sollten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, sie sollten sich einfach einigen, was hier erkennen, das ist ein Zwischensieg zumindest von den Freunden aus Katar. Airbus hatte ja vorher zweimal gewonnen. Wir erinnern uns an den 320er Neo, der nicht ausgeliefert werden muss, und mittlerweile an den vierten 350er, der halt woanders hingegangen ist als an Dann hattet ihr mich angeschrieben, hat gesagt, hey, da ist doch ein Flug gewesen von der Eurowings Discover. Die hatten so eine Decompression. Das heißt also, wenn die Sauerstoffmasken aus der Decke runterkommen, was ist da passiert? Da ist eigentlich gar nichts Großartiges passiert. Ein 330-300er von Eurowings Discover hatte halt eine Decompression, also einen Druckabfall. Und der Flug 4Y7 musste am Sonntag halt seine Höhe verlassen. Warum? Ganz einfach, wenn der Druck in der Kabine ist, dadurch natürlich ein Problem wird, muss man runter, wo es wieder problemlos
ist zu atmen, sind also von Flugfläche 400 auf Flugfläche 100. Sauerstoffmasken raus und ihr wisst ja immer, wenn Sauerstoffmasken runterkommen, immer eigene Maske auf die Hackfresse und dann erst den anderen helfen, weil sonst hilft es euch nichts, wenn ihr den anderen helft, weil ihr dann ausgecheckt seid. Ja, was ist weiter passiert? Man hat sich dann nach Düsseldorf weiterfliegend begeben, also von Irland dahin. Das war also so weit uneventful. Nicht unbedingt ein normales Ergebnis, weil man ja eigentlich in Frankfurt landen wollte. Aber auch hier muss man der Ehrlichkeit halber sagen, eigentlich ein Non-Event, weil sowas schon mal passiert, öfter als man denkt. Und Gott sei Dank, die Crew natürlich trainiert ist. Und Verletzte gab es anscheinend auch nicht. Das ist das Wichtigste in meinen Augen. Jetzt, wo ihr so lange wieder mitgemacht habt und hier dran geblieben seid, gibt es für euch natürlich auch eine Art Deal-Zone-Deal, damit ihr auch wisst, was passiert. Heute fliegen wir mit Turkish Airlines nach Athen. Start wäre in Jakarta. Preislich ist das Ganze bei 1750 Euro angesiedelt. Wichtig ist natürlich zu wissen, was es für Restriktionen gibt. 3 Tage oder natürlich der erste Sonntag nach der Ankunft, das ist der Minimumaufenthalt. Maximaler Aufenthalt sind 2 Monate. In der Türkei könnt ihr wie immer einen Aufenthalt machen. Kann ich nur empfehlen, wer Istanbul ist. Da reingehen, essen gehen, sich die Kultur reinziehen, alles sehr zu empfehlen. Und dann geht es weiter, wenn es mit Refundierung ist. Das heißt, wenn ihr das Ticket leider stornieren müsst, gibt es kein Geld zurück. Ihr könnt aber das Ticket umschreiben lassen. Allerdings müsst ihr dann immer darauf gefasst sein, dass es für Reissue und Revalidation Geld kostet. Also nach den neuen Ticketbedingungen. Meilen sind ja auch immer wichtig an dieser Stelle. Da gucken wir doch mal nach. 20.132 Lufthansa Miles at More Meilen. Gibt bei den Freunden der Türken nur 18.570 Meilen. Bei SAS sind es 12.954. Wichtig an dieser Stelle ist, ihr kriegt keine 1,5-fachen Meilen oder 50% Meilen Aufschlag, weil es halt kein Lufthansa-Flug ist. Da gilt die Aktion nicht. Was gibt's noch zu sagen? Gucken wir einfach mal weiter, was Where to Credit sagt. Air New Zealand gibt 0. Also wenn ihr bei Air New Zealand sammelt, passt auf, dass ihr da die nicht gut schreiben lässt. Da könnt ihr bei allen anderen wie United, Copa, Ethiopien oder sonst was mehr Meilen bekommen als bei Air New Zealand. Das war heute montags Schnellgalopp durch die News, die ich gefunden habe für euch. Wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte habt, wie immer, unten kommentieren, Like da lassen und ganz, ganz wichtig, unterstützt den Kanal, abonniert den Kanal und vor allem Notification-Button, die Glocke. Ganz, ganz wichtig. Was soll ich noch sagen? Stammtisch am 21. in Berlin. Am 22. haben wir einen Stammtisch in München. Am 13. August den Stammtisch in Frankfurt. Weitere Stammtische werden folgen. Also, das war's und wieder viel Spaß und bis morgen zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Take off.